Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Talk. Pflanzen machen glücklich und gesund. Das ist längst wissenschaftlich erwiesen. Was die Liebe und Leidenschaft für Pflanzen und Blumen noch so alles bewirken kann, darüber rede ich heute mit Uli Weißer, Inhaber der Gärtnerei Weißers Floraparadies in Schabenhausen, einem Ortsteil von Niederöschach. Lieber Uli Weißer, schön, dass Sie bei mir in der Sendung sind. Hallo Frau Köhler, ich freue mich auch, bei Ihnen in der Sendung sein zu dürfen. Weißers Floraparadies ist absolut mehr als nur eine Gärtnerei. Ihr seid ein wahrhaftiges Pflanzenparadies. Und echtes Ausflugsziel. Uli Weißer, ich weiß, es ist schwer, aber wer seid ihr in 20 Sekunden? Wir sind eine integrative Einzelhandelsgärtnerei mit sehr viel eigenproduzierten Pflanzen. Auf unserem Marktplatz findet ihr viele regionale Lebensmittel und unser Café lädt außerdem zum Verweilen ein. Dann haben wir noch ein Streichelzoo mit Zwergziegen, Ponys und vielen anderen Tieren. Ein Spielplatz für unseren kleinen Besucher und ein Papageienhaus mit über 300 Papageien. Sie führen heute das Unternehmen in zweiter Generation. Ihre Eltern haben 1958 die Gärtnerei gegründet. Für Sie als Kind und später als Jugendlicher. War das immer Liebe oder auch mal Last? Liebe war es auf jeden Fall schon immer. Schon als kleiner Knirps war ich bei meinen Eltern immer mit dabei. Ob auf dem Wochenmarkt oder in der Gärtnerei, in der Pflanzenproduktion. Schon als Grundschüler habe ich meine eigenen Pflanzen vermehrt und großgezogen und sie dann voller Stolz auf dem Wochenmarkt in Villingen oder daheim in der Gärtnerei verkaufen dürfen. Manchmal hätte ich allerdings schon länger geschlafen und wäre nicht um 4 Uhr für den Wochenmarkt aufgestanden. Die Gärtnerei und damit die Pflanzen waren mir jedenfalls schon immer wichtiger als die Schule. Herr Weißer, auf Ihrer Internetseite findet man gleich zu Beginn ein Zitat von Shakespeare. Unser Körper ist ein Garten und unser Wille ist der Gärtner. Zitate über Gärten und Pflanzen gibt es ja wie Sand am Meer. Warum denn genau dieses Zitat? Weil wir nur mit positiven Gedanken und unserem Willen einen schönen Garten bzw. einen gesunden Körper bekommen können. Sowohl Körper als auch Garten wollen gehegt und gepflegt sein. Dann gedeihen sie prächtig. Das stimmt. Ich würde gerne mal die Gedanken von Ihnen als Profi zu folgenden Aussagen hören. Pflanzen wachsen besser, wenn man mit ihnen spricht. Der Meinung bin ich auf jeden Fall. Pflanzen sind Lebewesen, die miteinander kommunizieren und auch auf Zuwendung reagieren. Eine Kundin hat mir zum Beispiel erzählt, ihr verstorbener Mann hatte eine Pflanze, um die er sich sehr intensiv gekümmert hat. 14 Tage nachdem er gestorben war, ging die Pflanze ebenfalls ein. Das macht mich gerade ganz traurig, aber ich frage Sie trotzdem. Bäume umarmen macht gesund und entspannt. Was halten Sie von dieser Aussage? Das habe ich zwar selber noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Jeder Schritt in Richtung Natur ist ein Schritt in Richtung Entspannung. Und da Bäume tief in die Erde verwurzelt sind, erden sie auch uns Menschen. Auf unseren keltischen Baumkreisen, unserer Gärtnerei, wird auch sehr schön beschrieben, dass schon die Kelten den Bäumen besondere Bedeutung beigemessen haben. Das stimmt. Es gibt übrigens Studien, die zeigen, dass Menschen, die mit ihren Pflanzen sprechen, intelligenter sind. Ich persönlich glaube, dass man Studien aber auch durchaus skeptisch gegenüberstehen darf. Herr Weißer, ich persönlich bin super gerne bei euch. Nicht nur wegen der großen Auswahl, sondern weil wir Kunden so großartig an die Hand genommen werden. Für mich als Dummy in Sachen Pflanzen eine extrem coole Sache. Ihr habt nämlich eure Pflanzen absolut nachvollziehbar nach Pflanzhinweisen gestellt, also zum Beispiel die Schattenliebhaber, die Sonnenanbeter. Ja, Frau Köhler, wir haben in den letzten Jahren leider die Erfahrung gemacht, dass sich viele Kunden nicht mehr so gut mit Pflanzen auskennen, da viel Wissen einfach nicht mehr von einer Generation in die nächste weitergegeben wurde. Da wir leider aus Kosten- und Zeitgründen nicht jeden Kunden einzeln beraten können, ist es umso wichtiger, durch eine gute Beschilderung dem Kunden Informationen zu vermitteln. Ich finde das großartig. Wir Psychologen arbeiten ja übrigens gerne mit Typologien, also mit Systematiken, die uns helfen, die verschiedenen Menschen einzusortieren. Mal Hand aufs Herz, habt ihr auch sowas für eure Kunden? Also zum Beispiel so etwas wie der wirklich Pflanzenkundige oder der Unwissende, der sich wissend gibt? Die Einteilung unserer Kunden geht weniger nach Fachwissen, sondern eher nach dem Einkaufsverhalten. Da gibt es zum einen den Kunden, der genau weiß, was er will. Und das ist natürlich unser liebster Kunde. Dann gibt es den Kunden, der zum Beispiel eine Hecke pflanzen will, aber noch nicht weiß, mit welchen Pflanzen und spontan hier vor Ort entscheidet, welche dafür die richtige ist.
Und als drittes gibt es den Kunden, der sich einfach nur so treiben lässt und schaut, was es so gibt. Ah, wie schön. Da gehöre ich zu allen drei Gruppen dazu, je nachdem, wo ich im Garten unterwegs bin. Herr Weißer, Ihre Meinung zählt. Was halten Sie denn von den Steingärten? Zum einen sind Steingärten nicht so pflegeleicht, wie man denkt, da zum Beispiel Blätter zwischen den Steinen liegen bleiben und über kurz oder lang auch Unkraut darin wächst. Zum anderen bieten sie keinen vielfältigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Viele unserer Kunden ersetzen ihre Schottergärten mittlerweile durch pflegeleichte, mehrjährige Wildblumenmischungen. Das heißt, Sie mögen sie nicht wirklich? Nee. Wir könnten noch lange miteinander reden. Zum Schluss würde ich aber gerne noch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Uli Weißer, wem würden Sie in Ihrem Leben gerne mal begegnen und welche Pflanze würden Sie dieser Person schenken? Und warum genau diese Pflanze? Der wichtigsten Person in meinem Leben bin ich schon begegnet, und zwar meiner tollen Frau, die mit mir zusammen unser kleines Paradies aufgebaut hat. Da habe ich es mit dem Verschenken einfach, da sie sich die Pflanzen immer selber aussucht. Wenn ich ihr aber eine Pflanze schenke, dann unbedingt eine Rose. Die Rose ist und bleibt die Königin unter den Blumen. Was für eine Liebeserklärung. Danke, lieber Uli Weißer, für das schöne Gespräch mit Ihnen. Liebe Frau Köhler, ich möchte mich auch ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer jetzt wahnsinnig Lust aufs Gärtnern bekommen haben. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, dann ab zu euren Gärtnern des Vertrauens. Und wer Lust hat, das mit einem Familienausflug zu verbinden, dem empfehle ich Weißers Flora-Paradies. Mehr Infos auf www.weißers-gärtnerei.de. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Talk. Stellt Tanja eure Fragen per E-Mail an dietanjaköhler@antenne1-neckarburg.de. Antenne 1.